Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Melody und ihren Kiddos. Und wie ihr merkt, ist das hier alles irgendwie nicht so ganz synchron. Und deswegen, ja, Leute, ich habe einen Fehler begangen in meiner Aufnahme. Das werde ich aber gleich auch nochmal kurz erklären. Ich werde hier einmal kurz einblenden, was in der Zwischenzeit so passiert ist. Damit ihr zumindest halbwegs wisst, was eigentlich abging in der Zeit. Und ja, der Rest des Parts wird aber dann wieder normal sein. Also macht euch keine Sorgen. Ich sehe jetzt erst, dass mein Mikrofon die ganze Zeit aus war. Oh mein Gott, Leute. Hey, das hier, was hier vorher passiert ist, werdet ihr wahrscheinlich im Schnelldurchlauf gesehen haben. Ich habe halt nur so Sachen gesagt wie, ich weiß nicht mehr, wer irgendwie wie hieß und keine Ahnung. Dass wir halt auf jeden Fall nicht mit denen mit in die Schule gehen und so. Und dass wir gleich mit einem Werwolf noch irgendwie was haben werden. Blöd gelaufen mal wieder, ne? Die Baby-Challenge ist einfach verflucht mittlerweile. Ehrlich. Aber naja, jetzt versuchen wir einfach den Part weiter so zu gestalten, wie er sonst wäre. Wird schon klappen. Wie wär's, wenn ihr einfach alles schlafen geht, so? Wir haben einfach Rechnung von über 10.000 Simoleons, Alter. Das ist so extrem. So, jetzt geht man bitte zur Schule. Bitte, danke. So, dann können wir ja auch eigentlich mal nach Moonwood Will gehen, heißt das so? Und uns da schon mal einen schnappen. Wäre ja witzig, wenn wir uns Greg nehmen würden, aber Moonwood Mill übrigens. Ich gehe einfach mal hier in die Biblio und gucken wir mal, wer da so rumläuft und mit uns vielleicht. Also zumindest, dass wir uns schon mal kennenlernen. So, hier spawnt jeder eine Vampire. Werwölfe heißt das. Ah, doch, hier. Aber ist das nicht ein Teenager? YOLO-Modus. Alex Meyer ist ja hot. Ist das nicht der, der uns hasst im anderen Let's Play? In Lucky Legacy? Timon ist einer Schüler. Hör mal. Was ist denn da los? So, dann haben wir ihn auf jeden Fall schon mal an der Angel. Dann kann sie ja erstmal nach Hause gehen. Und wenn dann Valentin raus ist, dann können wir direkt. So, Timon, dann gönn dir. Geht's ihr da hinten gut, Alter? Ich style Timon dann um, wenn die Babys auch gealtert sind. Alles Gute zum Geburtstag, Timon. Er ist Wartungsinsel und möchte ein Meisterkoch werden. Also, dass die beiden Brüder sind, das können die auch nicht leugnen, ne? Obwohl sie ja theoretisch nur Halbgeschwister sind. So, wir müssen das für jeden selber ausmachen anscheinend. Ah, nervig. Ach, die sind keine Halbgeschwister. Ach, dann ist ja sowieso klar. Warum dachte ich denn, dass die Halbgeschwister... Egal. Oh, der Tisch ist auch abgefackelt hier. Schade. Yamachan, geh einfach. Oh mein Gott. Vor allem, er geht immer diese Treppen hoch. Wieso? Super Jackie ist auch fertig. We love it. Sie sieht einfach aus, als wäre sie nackt, ne? Ups. Ein Sammelbild vom Himmel. Nice. Ich dachte, so kann man ganz gut Logik lernen. Wenn wir dann hier noch so coole Sachen kriegen. Nice. Sieht doch schick aus. Noch ein Bild vom Himmel. Nice. Und Level 3. Super Valentin. Woo. Mega. Ich denke, dass ich Sozialhase in dem Spielstand auch nicht benutzen werde. Weil ich glaube, das wäre dann nur nervig. Weil da werden dann wahrscheinlich wirklich alle 2 Ingame-Minuten irgendwas bei rumkommen. Und das muss nicht sein. Unternehmerfähigkeit.
Super Sally hat ihr es auch fertig. Dann hat sie es auf jeden Fall auch verdient, was zu essen zu bekommen. Dann werden nochmal die Kinder hier gepflegt und dann geht's ab in die Haia. Und du, mein Lieber, da hoffen wir natürlich, dass du heute dann auf jeden Fall die Schule schaffst. Ja, dass du hier Einserschüler wirst, weil dann kannst du ausziehen und dann können wir mit dem Werwolf da... Ach, und die Kiddos können jetzt ja auch älter werden. Ist schon wieder 2 Tage her. Dann machen wir nochmal ein Umstyling dieser Folge. So, Rosalie ist albern. Oh, sie sieht aus, als könnte sie eine Hexe sein. Und Ada ist auch albern. Ach, sieht sie süß aus. Ja, meine ich. Warum dachte ich denn, dass das eine Hexe ist? Das ist natürlich Vampir. Obviously. Hä? Obwohl Hexe natürlich auch super cool wäre. Sie wünscht sich etwas Romantisches zu tun. Können wir ja erst machen so richtig, wenn dann unser Kind älter geworden ist und dann auszieht. Weil dann haben wir halt einfach eine Chance auf Zwillinge. Und das ist natürlich viel besser an dieser Challenge. Die beiden kleinen Touren hier gerade hinten im Kugelbad. Ich liebe das Kugelbad. Ne? Das ist schon echt süß mit den Kindern. Wieso kann sie schnüffeln und vorstellen? Das macht gar keinen Sinn. So, Melody ist hier gerade am auf dem Rücken treiben, während die beiden Kleinkinder hier so einfach random rumspielen. Man kennt Valentin. Jackie und Sally sind zumindest Zweierschüler. Das heißt, sie sind dem Ziel auch schon etwas näher. Alles Gute zum Geburtstag, mein Lieber. Yay! Und er ist... Korrekt. Und will Bodybuilder werden. Weiß Abschluss mit Auszeichnung. Herzlichen Glückwunsch. Valentin hat sein Highschool-Erlebnis mit Auszeichnung abgeschlossen. Die viele Arbeit hat sich ausgezahlt und jetzt wird es Zeit, die Früchte zu ernten. Er startet als Erwachsener mit einer so hohen Leistung in der Karriere, wie er sich auch in der Highschool erbracht hat. Ah, cool. Aber das juckt mich jetzt ja nicht mehr, weil... Also das freut mich ja für dich, aber wie gesagt, das interessiert uns jetzt halt leider nicht mehr. Deswegen wünsche ich dir jetzt ein ganz schönes Leben. Tschüss. Und wir laden Jacob ein. Direkt erstmal wieder betören, wie man das so macht, ne? Oh, er findet uns auf jeden Fall so geil, dass er schon wieder angeturnt ist. We love it. Jetzt können sie sich küssen. Jawollo. Let's go. Verführerisch flüstern. Wissen wir doch alle, dass sie draufsteht. Kann bei ihm nur rumschmusen drücken. Oh mein Gott. Melody kennt jetzt die Techtelmechtel-Interessen von Jacob. Okay. No protection was used. Ich hatte ein Techtelmechtel mit einem Werwolf, weil du weißt schon. Und ich würde es jederzeit wieder tun. Geil. Melody ist nicht schwanger. Ey. Ja, du musst schon hier rausgehen, Boy. Sonst können wir hier nicht bumsen. Wait. Weh, das dauert jetzt auch wieder so lange, bis sie schwanger wird, ne? Weil dann raste ich richtig aus. Ey, hallo? Dann schiebe ich die Schuld auf die Okkults. Have fun. Schwangerschaftstest, please. No sleep, just Schwangerschaftstest. Melody ist nicht schwanger. Der ist sich nicht sicher. Bitch, what the fuck? Hier einladen, über Nacht zu bleiben, weil dann kann er nicht weglaufen. Haha, kann ruhig die ganze Nacht rumbumsen, ist mir egal. Hauptsache, ich werde hier schwanger. Guck mal, der hat sogar irgendwie auch Level 3 erreicht. Was ist da los? Sie ist ohnmächtig geworden. Jacob! Er ist wohl nicht so gut beim Techtelmechteln. Sie ist ganz schön unzufrieden. Schade. Aber er soll mich ja auch nur schwängern. Danach ist er mir egal. Emilia Mondschein ist gestorben. War Rosalie hat Level 3 erreicht. Toll. Wenigstens kümmert ihr euch umeinander. Sterben unsere Kinder die ganze Zeit. An was ist sie verstorben? No protection. Er muss dringend nach Hause. Hallo, ich habe dich eingeladen, um Nacht zu bleiben, Bitch. Emilia hat einen Hasen gefragt, ob er eine Möhre haben möchte. Aber der Hase hat mit Fäusten geantwortet. Oh Gott. Sie ist immer noch nicht schwanger, ne? Ich raste aus. Ich finde Wuhu Wellness ja total toll. Aber wenn ich jetzt hier immer nicht schwanger werden kann, ist das ein bisschen kritisch. Schau im Teetreff vorbei. Nein. Ich habe hier gerade andere Probleme. Sie wünscht sich eh ein Kind zu haben. Guck mal. Und jemanden zu küssen. Ist doch perfekt. Jetzt komm.
No protection was used. Das wird schon wieder runtergesetzt. Dann ist es kein Wunder. Fertility rate has been changed. Yes. Jetzt bumst. Los. Süß, ihr Outfit. Und Schwangerschaftstest machen. Na komm. Er muss los. Aha. Melody ist nicht schwanger. Wie soll das denn funktionieren? Ich habe ihre Pregnancy auf 100% gestellt. Jacobs Value ist dann wahrscheinlich noch richtig niedrig. Oh mein Gott, ey. Ist mir egal, ich cheat seine Value jetzt auch hoch. Timon ist noch Einser-Schüler geworden. Sally auch. Freut mich für euch. Kann das nicht ercheaten? Oh mein Gott. Nebenbei kann ich dir ja hier altern lassen. Und dir wünsche ich alles Gute zum Geburtstag. Yay! Und er ist kreativ. Und möchte eine weltbekannte Berühmtheit werden. Und Sally kommt auch. Alles Gute zum Geburtstag, meine Süße. Und sie ist kreativ und möchte freiberufliche Botanikerin werden. Komm jetzt. Schwanger, 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 schwanger. Los, 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 los. Oh, Melody ist pregnant. Oh mein Gott. Es hat ja auch gar nicht lange gedauert. Ich würde sagen, wir gestalten Sally beim nächsten Mal um. Denn ich nehme jetzt 1,5 Stunden auf, legit. Oh mein Gott. Upsi dupsi. Ich wollte zwar länger aufnehmen, aber nicht so viel länger, okay? Selbst mein Akku ist fast leer. Hallo. Ich bin froh, dass das jetzt mit der Schwangerschaft doch noch geklappt hat. Weil ansonsten wäre das hier ganz schön kritisch geworden. Ne? Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.